Guten Abend. Ach, war sie das wohl, vorhin geklingelt hat? Jo, dann sitze ich mich ab, sie hin. Sag immer, wenn man sitzt, steht man nicht unnötig rum. Mein Vater früher schon immer gesagt, sitz dich hin oder bleib stehen. Ich meine, sie kennen sich auch hinstellen, aber nee, sitze lieber. Ich war auf dem Klo, hat's geklingelt. Heiß im Hildig gesagt, Mama Uftabs hat geklingelt. Mal her, die Spülung arig laut, ne? Jo, ich weiß, die Rohre laufen gerade durch nicht dran vorbei. Das war nicht besser zu machen. Ne? Und du brauchst ja doch einen gewissen Wasserdruck. Ne? Ah ja gut, mit der Kloberst kannst du ja auch nur. Die Spurenelemente wegbärsten. Wo jetzt das Klo ist, war Frias altes Schlafzimmer. Und da hatte ich immer, das sind aber schon ein paar Jahre her, länger. Da habe ich mit so dünner Rehgipsplatte so eine dünne Wand hingezogen. Und wo damals, also jetzt grob, mein Bett war, ist jetzt das Klo. Und wo im Hildes Bett war, ist jetzt so eine kleine Abstellkammer. Aber wie gesagt, man hört halt die Spülung. Ne? Ach, ist mir irgendwie vor einer Woche durchs Kreuz verzerrt haben. Da an der Seite. Was ist denn da? Das Kotelett. Ich vermute beim Telefonieren. Ein sein Telefon steht ziemlich niedrig. Also nicht leis, also tief von der Höhe. Ne? Das Telefon hat geklingelt, habe ich über das Hilde gerufen. Sollen wir ans Telefon gehen? Hat es zurückgerufen, das Kenntnis wäre auf dem Klo. So, ich gehe zum Telefon. Bicke mich runter, nehme den Hörer ab und komme aber mit dem Hörer nur ein paar Zentimeter weit, weil da war das Kabel, wo es aus dem Hörer kommt, mit dem restlichen Kabel so ineinander nin. Also da greift ja eins ineinander über. Also das Kabel war so in sich nin zusammengeknippelt. So, jetzt habe ich da gestanden, am Ohr der Alvis, vor der Aue ein riesen Telefonapparat und runtergebeugt wie der demütige Heinrich. Ne? Und irgendwann lauft die das Wasser in die Aue. Ne? Noch 5, 6 Minuten sah der Alvis Heinz Schwetsch so komisch. Oh, ich sag, ich bin ja nur der Anrufbeantworter. Sarah, ach so, dann saß doch gleich. Und lädt auf. Und bei der Aktion, wie gesagt, muss ich mir da irgendwie das Rumsteg versetzt haben. Ich habe mir im Alwiese mal eine Zeit lang so ein bisschen Balaber gehabt, wo er jo wie lang nicht gegrüßt hat. Mir war nie so richtig klar, warum, aber. Also ich vermute, dass er sich darüber aufgeregt hat, weil ich an der letzten Silvester länger geschossen habe wie er. Und er hat ja immer nur durch so, das hat er jedes Jahr, so ein bisschen evangelisches Feier. Nicht? Und der hat sich in seinem Wohnzimmer schon längstens wieder über sein warmer Sekt aufgeregt, da bin ich immer noch draus gestanden und habe geschossen. Und es gibt ja einen Haufen Dreck. Ach du lieber Gott. Der hat am nächsten Mal wie lang vor seinem Haus im Hof und im Garten gekehrt. Ah ja gut, kannst du nicht leihen lassen. Ne? Ich meine, hat er noch mal gegrüßt, aber ich habe ihn so gemacht, als hätte ich es nicht sehen. Ne?
Ich habe nur gehört, seine Frau wäre so schwer krank. Dann hat er mich doof vor 8 Tagen oder wann, hat er mich angerufen und gesagt, sie wäre gestorben. Und er steht jetzt Mutterseelen allein da. Sein Bruder ist vor 2 Jahren gestorben. Und seine Frau, also dem seine Frau, also seine Schwägerin, ein halb Jahr drauf. Tja. Sie haben noch eine Tochter, aber zu der haben sie schon wie lang keinen Kontakt mehr. Die ist vor ein paar Jahren fortgezogen. Ich kann es verstehen, also. Nee, ich weiß nicht, wie Sie darüber denken. Die hat damals, sie hat ja studiert, da in Heidelberg. Und da hat sie damals auf der Universität einen Näher kennengelernt. Ich weiß nicht, ob es direkt ein Näher war. Also, ich eine Mischung zwischen Afrikaner und Näher. Und sie hat nicht eher Ruhe gehabt, bis der sie geheiratet hat. Und ihr Ältere, also der Alvis und Ruth, die haben das anfangs gar nicht gewusst. Bis sie gesagt hat, sie wollt ihnen jemand vorstellen. Und schleppt den Näher ins Haus. Das muss man sich immer vorstellen. Ruth sagt, wie der mir die Hand gepatzt hat, mich hat schlagartig überall gejuckt. Sagt's mal, weiß, was der ihm ins Haus schleppt? Termite und. Termite kennen Sie, das ist wie Hämorrhoide nur eine Obel. Ne? Es Ruth hat auch immer wieder gesagt, wenn es nur kein Kind von dem kriegt. Der Alvis hat gesagt, er wäre fest davon überzeugt, dass seine Frau daraufhin krank war. Ja, die hat ja Krebs gehabt, ne? Hautkrebs. Ne? Ja, und das fangt ja mit so schwarzer Plagge, fangt das ja an. Da kann ich sagen, dass die eigene Tochter ihre Mutter auf dem Gewissen hat. Der Alvis sagt, der hätte immer bei ihnen gess. Sagt er, zum Glück hat's Ruth sich damals da so drüber aufgeregt, dass es nichts hat essen können. Sah das und hätte das nicht gelangt. Sah da, der hat ja gess wie hat er gesagt, wie ein geplagter Heuschreck. Ja, das sind Völker, die haben auch Hunger. Wenn die ins Rolle kommen, dann bist du platt. Hilde sagt, das wäre in der heutigen Zeit gar nicht mehr so schlimm, wenn man da so ein Schwarzer heiratet. Ich habe gesagt, ich möchte dich immer hören, wenn ich ein Näher wäre. Ich meine, ich habe nichts gegen die. Ne? Nur, du musst das aber statistisch sehen. Die vermehren sich wie die Karnickel, bilden eure eigene Partei und regieren uns. Ne? Sagt Hilde, ach du lieber Gott. Er sagt, ja, siehste, so geht's. Ne? Es gibt aber auch Fälle, wo im günstigsten Fall im Laufe der Zeit bei dem Näher die Farbe wieder abgeht. Ne? Euer Video bei dem Michael Jackson.
bei dem sogar die Nase abgegangen. Im Alvisenecher, also der von seiner Tochter, der wäre Doktor. Oh, sagt jo. Also macht er der Zauberlehrling beim Voodoo. Nee, der wäre Rechtsanwalt für Europa. Wie haben Sie gesagt? Europäisches Gesetz. Wer ist es nicht? Ich habe gesagt, der kennt sich doch bei uns gar nicht aus. Aber das ist ja das, was ich immer wieder sage. Die Türkei will auch mit aller Gewalt zu uns da. Die Dinge da, wie sagen sie dann da? Die zwei Buchstaben da, die Ei. Ne? Ich bin gespannt, was die wollen. Kann ich dir sagen. Pizza verkaufen und am Profit noch verdienen. Da sehe ich im doppelten Sinne schwarz. Wenn jetzt im Alvi seine Tochter, jetzt unter uns, wenn die ein Schwuler geheiratet hätte, dann, nee, könnte man sagen, es macht ihr nichts aus. Ne? Es gibt ja Leute, die ekeln sich vor nichts. Ne? Oder sie weiß es nicht besser. Ne? Aber ein Neger, ne? Ist schon hart. Ne? Nee, das ist schon hart. Ne? Das kann so eine ganze Familie, wie man sieht, ins Gedeih und Verderb stürzen. Naja gut, um jetzt auf der Alvis zurückzukommen, wie gesagt, hat er mich angerufen, zu Ruth wäre gestorben, er wird jetzt halt allein da stehen und ob ich ihm nicht helfen könnte, das sah ich auszusuchen und da die Todesanzeichen formuliere. Na, ich sag, schreib ich doch an der Fasnacht, ah, die Bittere das selber. Ja, ihr müsst auch noch mit dem Pfarrer schwätzen, ne, da wie das an der Beerdigung wäre, ob man da anschließend dem Messdiener mit Trinkgeld gibt. Ne. Er sagt, man macht sowas ja auch nicht so oft. Und dann sagt er, muss ja an der Beerdigung den eine oder andere auch noch bitte Messe gehen, was zu essen und zu trinken. Ne. Sagt er, was das alles wieder Haufen Geld kostet. Ich habe ja auch schon gesagt, man kann sich's in der heutigen Zeit fast nicht mehr leisten zu sterben. Jo, ich habe noch eine Sibylle angerufen, dort die Tochter vom Alvis, und gesagt, dass ihre Mutter gestorben ist. Ne? Ich habe gesagt, sie soll aber ohne den anderen auf die Beerdigung kommen. Ne? Und dann sagt sie, ah ja, das mit der Beerdigung wäre ihr gerade recht. Weil, sagt sie, an dem Tag hätte sie Termin beim Zahnarzt. Sagt sie, Gott sei Dank kann ich den Termin absagen. Ne? Jo, der Alvis hat gesagt, ich rufe dort nicht an. Sagt er, nachher geht der Näher noch ans Telefon. Ne? Sagt er, im Ruth wäre das, abgesehen Tode von auch gar nicht recht. Den Sarg haben wir beim Rechtenwald Bernhard geholt. Der hat doch so ein Bestattigungsgeschäft. Ne? Ah ja gut, der ist auch im Verein. Ne? Wie wir hinkommen sind, geht der Bernhard auf der Alvis zu, sagt er, Alvis haben es schon gehört. Herzlichen herzliches Beileid. Ne? Sagt er, kriegst du natürlich Prozente. Ne? Und da hat er sich durch so ein Eiche, sag ich. Ja. Schlicht, aber einfach. Ne? Von der Farbe so, ja, soll ich denn sagen? Ich weiß jetzt, ob Sie unser Kisch kennen. Die Tiere von der Hängeschränk.
Vielleicht von der Maserung nicht gerade so dunkel. Der Albus hat gesagt, verbrenne, wollte sie sich nicht lösen, weil ihr wäre es in der Sauna immer schon so schlecht war. Jun hatte. Der Bernhard hat doch gefragt, was er ihr zur Beerdigung anziehen wollte. Und da sagt er, ja, sie hätte im Krankenhaus schon immer gesagt, wenn es dann einmal so weit wäre, hätte sie gerne die kariert Blues und den dunkelgrünen Rock an. Weil in den Kleider hätte sie sonntags immer gekocht. Ne? Und die neue hellblaue Kittelschatz. Sagt er, die hat sie noch gar nicht angehört. Ne? Die hat sie im Katalog noch bestellt. Ne? Er sah, die war zwar nur mal zu klein, nicht? Also zum Schafe wäre sie zu eng. Nicht? Aber sie hätte immer gesagt, wenn ich immer tot bin, ist mir das egal. Na, der Bernhard hat gesagt, man kann die Kittelschers um den Rücken ein bisschen anheften. So mit Büroklammer oder nicht? Oder Antacke oder so. Nicht? Ah, nee, er sagt, wenn sie ihm sagt, ich lädt, siehst du das ja nicht. Ha, gesagt, sie wird sich nicht herumdrehen. Wie wir aus dem Geschäft sind, heißt ihm Bernhard gesagt, wenn ich immer tot bin, erinnere ich dich an die Prozente. Tja, so ist das mit dem Leben. Das fängt mit der Geburt an und hört mit dem Tod auf. Und dazwischen muss ich gucken. Es passieren aber auch immer wieder Sachen, die so immer wieder passieren. So, also jetzt nicht wie Weihnachten und Geburtstag, so, was sich so jeder da aufregt. Soll ich das jetzt erklären? Sagen wir mal, jeder hat, was heißt jeder? All, Sie wahrscheinlich auch. Jeder hat eine Taschenlampe. Natürlich hat man eine Taschenlampe. Nur, wo ist sie, wenn man sie braucht? Wie genau hast du eine Taschenlampe? Kannst du sie beschreiben wie deine Hosentasche? Ich weiß sogar noch, mein letzte Mutter mit geleicht haben. Vor 15 Jahre, wie ihm Stefan sein Wellensittich in den Küchenschrank gefallen ist. Fangte Stefan, fangte er damals an zu heilen. Sterbt der jetzt? Habe ich gesagt, nee. Hat dann aufgehört zu heilen. Ne? Ich habe gesagt, der ist schon tot. Ah ja gut, mir ist, wie ich mit der Taschenlampe hinter die Küchenschrank geleicht habe, ist mir die Taschenlampe da nun gefallen. Also ich habe natürlich mittlerweile neue Taschenlampe. Ne? Nur, wie gesagt, wo ist sie, wenn man sie braucht? Ne? Toilette Papier. Natürlich hat man Toilette, Barbier, nur nicht im entscheidenden Moment. So, jetzt sitzt du da im entscheidenden Moment. In der einen Hand hast du ein Stückchen Toilette, Barbier, in der Kreis von einer Postcard. Und in der anderen Hand hast du ein nackiges Kartonröllchen. So, und jetzt kannst du dir dort mit viel Talent. Kannst du da Kratzer basteln?
Natürlich hat man Toilettenpapier. Es fällt dir auch schlagartig in Wohl. Draus auf dem Gang im Schrank. Verlängerungskabel. Natürlich hat man Verlängerungskabel. Nur, wo ist es, wenn man es braucht? Nein, ich habe mir Fondue gehabt. Ja, Fondue haben wir gehabt, aber kein Verlängerungskabel. Wisch, wo wir gestern? 80 cm vor der Steckdose. Hast du gedacht, wir hätten uns beim Essen verstecken? Uns Kabel stramm wie der Meierkurt nach einer Halbflasche Cognac. Man hat alles, nur wo ist es, wenn man es braucht? Klebstreife. Selbstverständlich hat man Klebstreife. Man weiß auch, wo er ist. Im Wohnzimmer in der untersten Schublade. Und dort ist er auch. Das ist nicht das Problem. Nur du kriegst den Klebstreifen nicht von dem Relche ab. Bei uns in der Schublade leihe schon Generationen von abgebrochenen Fingernägeln. Mensch, dann tue ich dir den Anfang von dem Klebstreifen finden. Und wenn man ihn gefunden hat, zieht man Streifen ab von 20, 30 cm, schneid's ab, es Rälche fällt auf der Butte, hopst da rum, damit der Klebstreifen noch jo wieder schön ans Rälche pappt. Und der Klebstreifen ist zusammengeschnürt. Wie durchs Telefonkabel. Natürlich hat man Klebstreifen, nur man kann ihn nicht gebrauchen. Da kennst du doch den Arsch auf die Seite kriegen. Neulich war ich wieder auf dem Klo, gleiche Problemstellung. Da habe ich übers Hilde gerufen, soll ich mir Klopapier bringen. Geht's auf dem Gang an den Schrank und ruft's, Klopapier ist kennst du, aber da leidet eine Taschenlampe und ein Verlängerungskabel. Natürlich hat man Nerven. Nur, wo sind sie im Ernstfall? Was mich ja auch so aufregt, ist harte Butter. Harte Butter und frisches Mischbrot. Das sind zwei Elemente, die sind nicht, komm, passen nicht zusammen. Uns fangen wir schon einmal damit an, dass man von der Butter überhaupt ein Stückchen abkriegt. Obwohl, das ist oft nicht das Problem. Nur, du musst mit dem Messer die Butter jetzt aber auch wieder von der Tischdecke runterkriegen. Weil da fällt die ja automatisch drauf. Ne? Warum das so ist, da steht sich die Wissenschaft seit Jahren philosophisch auf der Fiese rum. Der Meierkurt sagt, er wird sowieso nicht so viel Butter essen, weil er hätte da zu viel Kohlhestarin. Ich habe gesagt, ich habe ja nicht gesagt, dass ich einen halben Pfund Butter auf die Tischdecke schmeiße. Der muss immer das letzte Wort haben. So, jetzt machst du das harte Butterstückchen aufs Brot und jetzt beginnt die Kunst des Streichens. Ich mach's kurz, man hat ein Loch im Brot.
Der Rest brauche ich Ihnen nicht zu erzählen. Sie wissen, wie das Brot am Schluss aussieht. Oder Schnittjer. Jetzt weiß ich auch, wieso auf den Schnittjer immer so viel Zeug drauf lädt, damit man die Löcher im Brot nicht sieht. Und das Schnittjer an sich hat es obendrauf in sich. Da freue ich mich jedes Mal, wie das damals der Dienst da schon richtig gesehen hat. Da, wie hat er dann geheißt? Goethe? Nee, der Anna. Was? Hä? Wieder eingeschlafen, gut. Ja, es wäre blöd, ich wäre kurz wach, sah irgendwas. Und morgen früh froh, wo war man gestern Abend? Ne? Nee, da nicht der Goethe, Shakespeare, da, einer von den toten Musikern da. Nicht? Nee, wie der Shakespeare das damals schon richtig gesehen hat. Muss das sein oder muss das nicht sein? Sinn oder nicht Sinn? Blödsinn. Und man kann so Schnittjer, kann man ja inordnen, oder wie man das sagt, sagen wir mal, in problemlos, angenehm, gefährlich und unbeschämt. Problemlos wäre ein Schnittjer, sagen wir mal, mit einem Stückchen Käse. Ne? Fertig. Von mir aus noch ein Traub oben drauf. Die fällt ich, meine, die sowieso runter und rollt fort. Ne? So, wie sagt man dann? Aus den Augen irgendwo hin. Angenehm wäre ein Schnittchen, sagen wir mal, ja, mit Räucherlachs, ein bisschen mehrrätig, von mir aus noch ein Sträße Dill. Das lässt sich so weit ja alles ganz gut hänseln. Gefährlich wird's, wenn auf dem Schnittchen obendrauf ein Stück Fleisch leid. Und da oben drauf noch Waldorfsalat. Weil du musst ja mit dem Zeigefinger. musst du ja die Ladung festklemmen. Das Ganze kommt beim Abbeißen ins Rutschen. Und du wärst du schon froh, wenn der Plastik tut auch nicht. Aber ein Schnittchen, wo sich an dem Belag eine Scheibe rauer Schinke beteiligt. Da kannst du sagen, was du willst, das ist unverschämt. Und du hast ja nur zwei Möglichkeiten. Entweder mal lässt die Schnittchen leihen und guckt der andere zu, wie sie das Essen in die Länge ziehen. Oder man beißt Emo kurz hin und tut mit der Oberlipp den ganzen Belag zusammenkratzen. Es darf dich halt nur die nächsten 5 Minuten keiner anschwätzen. Im Verein haben sie neulich irgendwas gehabt. Was war denn das? Unser Kassenbad ist 60 Uhr. Und da hat Sekt und A Schnittchen gegeben. Ich weiß nicht, ob Sie wissen, wie unser Kassenbad heißt. Also ist jetzt kein Witz. Also Sie könnte drauf kommen. Sagen Sie jetzt immer nichts. Soll ich es Ihnen sagen? Steinbrück. Wie da unser Finanzminister. Ne? Kennen Sie? Peer Steinbrück, vormals Hans Eichel. Ne? Und unser Kassenwart heißt auch Steinbrück. Ne? Der heißt jetzt allerdings mit Vornamen nicht wie der Peer, also Peer wie der. Der heißt Ottmar. Ne? Oh ja, gut, man kann nicht alles haben. Ne? Und wie gesagt, an dem seinem Geburtstag hat es da auch Schnittjer gegeben und die Schnittjer hat der Dill Hermann gemacht.
Das ist auch so eine Sache. Früher hat es immer geheißen, wenn irgendwas war im Verein, Geburtstag oder so, es Essen bringt die oder die Wirtschaft. Dann war das plötzlich der Party-Service. Gut, hat man sich noch keine halbwegs was drunter vorstellen. Obwohl das jetzt im Verein kein Party war, ist jetzt auch egal. Und jetzt nennen sie sich, Herrgott noch einmal, wie hat auf dem Auto gestanden? Hermann Dill. Katering. Bis zu 1000 Personen. Ich habe gesagt, das ist doch die reinste Verschwendung. Aber gut, ich habe gesagt, ich muss es nicht bezahlen. Der Steinbrück-Ottmar hat gesagt, es gibt Sekt, wer will auch Bier und mundgerechte Schnitzer. Nur, die Schnitzer waren so groß, aber mindestens wie Handfläche. Ich sagte, Ottmar, hast du Krokodile eingeladen? Und so ein Schnittchen ist ja schon ungünstig, bevor man es isst. Angenommen, du stehst du bei so einem, wie sagt man dann, du Empfang. Ne? In der einen Hand hast du ein Schnittchen, in der anderen Hand ein Glas Bier. Es geht auch mit Sekt. So, jetzt taucht plötzlich einer vor dir auf wie Phönix aus dem Arsch. Und will dir die Hand geben. Ja, du kannst ja dem nicht den Waldorfsalat in die Hand schmieren. Wie ich damals zu dem Empfang da gekommen bin, oder wie man sagt, da war da so eine Bedienung mit so einem Tablett. Da hat sie mich gefragt, was ich trinken wollte. Orangensaft. Orangensaft mit Sekt. Nur Sekt oder Wasser? Ich sag, Fräuleinchen, nichts von beidem. Mir kannst du Bier bringen. Satz, ein gleicher kleiner Moment. So, wenn das Fräuleinchen mir halt das Bier nicht bringt, ist es auf den Tag genau ein Dreivierteljahr her. Im Steinbrück-Ottmar, dem ist ja auch was passiert. Muss ich noch kurz erzählen. Da, wie er sein letzter Kassebericht gemacht hat, Kassejahresbericht für den Verein. Weil er hat gesagt, ich mache zur Sicherheitshalber immer noch einmal eine Fotokopie. Der lädt die Formulare auf das Gerät, macht das Gerät an, sagt, ich bin noch einmal kurz aus dem Büro, ich weiß nicht, was ich gemacht habe. Ich habe gesagt, Ottmar, ich kann es dir nicht sagen, ich war nicht dabei, ist jetzt auch egal. Sagt er, ich komme zurück und denke noch, wieso sind denn die Fotokopien so streifig? So, das mache ganz dünne, schmale Streifen. Sagt er, habe ich gesehen, war das gar kein Fotokopierer? Sagt er, war das der Reißwolf? Sagt er, mir ist das Herz. In de, wie hat er gesagt, mir ist das Herz in der Hose gefroren, oder? Ich habe gesagt, Ottmar, ich kann dich beruhigen, mir ist was viel Schlimmeres passiert. Ich habe gesagt, ich wollte mir was in der Reißwolf stecken, lese auf der Fotokopierer, habe ich es zweimal gehabt. Vom Steinbrück-Ottmar, seinem Bruder, haben sie jetzt erzählt, der hätte so einen schweren Verkehrsunfall gehabt. Erzählt ja jeder was anderes.
Also der Alfred hat mir erzählt, er wäre im Urlaub gewesen. Hat gesagt, der Steinbrück-Dieter ist wieder daheim. Der war 3 Wochen im Koma. Jo, wie gesagt, da erzählt jeder was anderes. Genauso wie sie gesagt haben, die Speditionsfirma do Ortsausgangs hätte Inkontinenz angemeldet. Es hat nicht lange gedauert, war der Laden zu. Ne? Da höre sie was, nicht, wissen nicht genau, was es ist und erzähle ich so ein dummes Zeug. Ne? Mir ein Gischtag Halbsroulade gehabt. Die mache ich mir heute noch zu schaffen. Also jetzt nicht die Halbsroulade persönlich, der Blumenkohl. Ne? Jo, wir haben Blumenkohl dazu gehabt. Salzkartoffeln und Blumenkohl. Ist eine Gehre, aber macht mir immer zu schaffen. Silte hat noch gefragt, sagt, soll ich Blumenkohl dazu machen oder Rotkraut? Weil sagt, ich esse da dazu am liebsten Rotkraut. Na, ich gesagt, jo, mach grad Blumenkohl. Eine Salzhilde, esch doch sonst so gern Rotkraut. Ich sag, dann mach Rotkraut. Sagt, nee, steht auch Blumenkohl. Vielleicht ist es aber auch von der Füllung von der Kalbsroulade. Ich weiß ja nicht, was es Hilde da immer alles in den schafft. Wenn es nicht besser wird, trinke ich nachher mal Schnaps. Hoffentlich wird es nicht besser. Ich kriege vom Blumenkohl ja immer so wunderbare, furchtbare Blähungen. Ne? Wenn du da von der Polizei angehalten wirst, ne? Der fragt nicht, was haben Sie getrunken? Ne? Der sagt, was haben Sie gegessen? Dem geht die Polizeikelle in der Hand aus. Deswegen sage ich zum Hilde nachts im Schlafzimmer immer, lass das Fenster zu. Sonst hängen wir frei, die Amsele wie Weihnachtskugel. Ich war neulich auf der Sparkasse. Da ich am Schalter in der Reihe gestanden. Ne? Und ja, ich wenn zwar auch Blumenkohl. Ne? Ja. Also hast du nichts gehört. Ne? Ah, nee, das kann man ja schlecht machen. Ich habe nur gesehen, dass vorne dran der plötzlich seine Brille geputzt hat. Ich habe mich dann einfach da totgestellt. Hinter mir war ein
Ja, du, wie sagt man dann, du so Marokkaner. Weißt du, so Sprengstoffexperte. Ne? Ich habe noch gesagt, hast du eine Herd-Kind-Gasflasche dabei? Na gut. Jedenfalls hat jeder gedacht, aha. Das ist der Rauchverzehrer. Ne? Hinter dem steht eine Frau, guckt es nur von der Seite an, sagt sie, ich würde es mal mit Seife probieren. Ne? Ja. Nee, das war die Sache wert. Ne? Ja, ja, so. An dem Tag habe ich vor der Sparkasse der Rufing Albert getroffen. Und ich sagte, und, wie ist es? Und dann sagte er, ach so, schubmäßig, wie alles in Butter. Sagte er, ich bin nach wie vor arbeitslos. Sagte er, ich mache halt viel nebenher. Und ich sagte, ja, du hast recht. Besser wie schwarze Arbeit. Ich habe gesagt, du wärst ja doch nur vom Finanzamt gezwungen zu bescheißen. Und dann sagt er, jeder halt ab und zu Blutspende. Tja, sagt Albert, wer dein Blut kriegt, der hat vorneweg fährt da Alkoholvergiftung. Ne, sagt der Albert, gesetzt der Fall, er wird mir ein Notfall. Sagt er geht nicht das Rote Kreuz holen, sondern den Malteser Hilfsdienst. Ah ja, er sagt, die bringen als Impulsion bestimmte Flaschen Schnaps mit. Ja. Sagt er aber 100%. Ja. Sagt Albert, im Leben nicht. Sagen sie, der hat maximal 40%. Ja. Der Albert sagt, seine Frau wäre jetzt, wie hat er gesagt, sträflich, nee, strafbar. Also vom Gesetz nicht ganz sauber. Ich habe gesagt, warum hat sie zusammen mit Geisel einen Banküberfall? Dann sagt er, nee, die geht jetzt putzen, wäre aber nicht angemeldet. Jo, die putzt da bei der Familie, ich weiß nicht, ob sie die kennen. Gimler. Dr. Gimler. Er ist Staatsanwalt. Nein, dann haben wir da, wie gesagt, so ein bisschen miteinander geschwätzt. Dann habe ich noch gesagt, Albert, was schafft denn deine Tochter? Sagt der Heinz, wenn ich dir das sage, das glaubst du mir nicht. Sagt der Heinz, wenn ich dir das sage, das glaubst du mir nicht. Vielleicht können Sie es denken. Das ist wie wenn man eine Anhalterin mitnimmt und muss noch Geld dafür bezahlen. Ja. Ja, gut, der Albert sagt, unterm Strich muss halt jeder gucken. Ne? Deswegen sage ich zum Stefan immer wieder, guck, mach und lern. Ich sage immer, wenn es zu spät ist, ist es zu spät. Obwohl, die jungen Leute haben es ja heute stellenweise gar nicht so einfach. Allein der ganze Durcheinander mit der Rechtschreibreform. Der gleiche Flop wie damals mit der Mengenlehre. Ja, und da geht's schon los. Schreibt mal Flop mit 2P. Mit 3P, überhaupt mit einem P, schreibt mal Holland mit 3L, Christkind mit G, ja. Dem Holländer ist das egal.
unseres Kind war kein Holländer. Also ich blick da nicht durch. Warum muss man dann jetzt halt mit 2 P schreiben? Jetzt mal nach uns. Das versteht doch kein Sau. Chance hat Hilde, oder verstehst du das? Die eine darf es so schreiben, die andere muss es so schreiben und in der Mitte gibt es noch ein paar, die können es so schreiben. Wenn du jetzt was falsch schreibst, hast du zwar einen Fehler gemacht, aber es ist nicht verkehrt. Genau wie mit der Anrede. Also ein Fall mit spanischem Siegel. Ich gratuliere Ihnen zum Geburtstag. Also jetzt als Beispiel. Ich gratuliere Ihnen zum Geburtstag. Da muss man Ihnen, also dann schreibe ich Sie groß. Also Ihnen. Ihnen müsste man dann groß schreiben. So. Wenn ich jetzt sage, ich gratuliere dir zum Geburtstag, schreibe ich Sie klein. Also dir. Ändert sich ja auch laufend. Also Ihnen müsste man groß schreiben, weil das wäre Höflichkeits- Franzl, Klausel. Das muss mir jetzt erst mal einer erklären, wieso ich unhöflich bin, wenn ich dir zum Geburtstag gratuliere. Also durch in Zukunft Ihnen zum Geburtstag gratuliere, aber das Geschenk kannst du dir selber kaufen. Die sollte gescheit einmal so Fußangeln wie Spaghetti und Rhabarber in Schärfe. Das sind die Wörter, die man anders schwätzt, wie man so schreibt. Und bei der Rechtschreibreform tust du ja anders schreiben, wie man geschrieben hat, oder? Slissi und der Ludwig kommen jedes Jahr an der Allerheilige, da wegen dem Umzug, hier auf den Friedhof. Und da tun wir anschließend bei uns immer Kaffee trinken. Und dann sagt das letzte Mal, sagt Hilde, da mache ich gerade Rhabarberkuchen. Sagt Heinz, schreiben wir noch Rhabarber auf den Inkaufszettel. So. Geht's schon los? Heißt das jetzt Rhabarber? Oder Rhabarber? Ich habe gesagt, mach Tomatensalat. Das ist gesünder. Die Töchter vom Lissi und vom Ludwig, die sind ja musikalisch so begabt. Ne? Die haben ja beide Operngesang studiert. Wir haben so vor 1 Jahr oder vor 2 Jahren an der Allerheilige, wo sie da waren, so einen Zeitungsartikel dabei gehabt, großer Artikel. Hat drin gestanden, Christa und Isolde Wagner. Sangen Werke von, ich weiß es nicht mehr. Es Lissi sah, das Musikalische hätte sie vom Ludwig. Weil Salz, der hätte früher immer schon, wenn er in der Keller ist, hätte er immer schon gepifft. Ja. Da bei den ganzen Oberen, da brauchst du keinen Rechtschreibereform. Verstehst du doch nicht, was die singen. Ja. Warum muss man dann jetzt das mit 2 erst schreiben? Eins hat doch gelangt. Ich schreibe so, wie ich es will. Wem es nicht gefällt, der braucht es nicht zu lesen. Silde sagt,
stell dir mal vor, Satz, es Lissi wird nächstes Jahr schon 80. Satz, wenn ich mit 80 noch so gut aussehe, Satz, kann ich aber zufrieden sein. Tja, Satz, ich kann dich beruhigen, sie schaut schon so aus. Na, Satz, Hilde, zur Not könntest du immer noch dort das Dings da machen. Dort das, wie sagt man dann? Da, wie heißt denn das, wo sie da punzweiß Tablette in sich hinstoppen und wenn sie dir die Jünger aussehen? Anti-Aging. Das ist der gleiche Quatsch wie dort das mit dem Viagra. Der Schistelbinder sagt, er hätte das immer ausprobiert mit dem Viagra. Ich habe gesagt, Benno, hör auf. Ich habe gesagt, du wehst mal solchen schlafenden Hunde weg. Nee, aber da mit dem Anti-Aging, was nützt denn das, wenn ich aussehe wie 30 und hans Gesicht voll Falte? Denkt doch jeder, ich wäre totsterbenskrank. Ich habe zum Hilde gesagt, trinkst du so ein Gläschen Spülmittel? Das ist auch fettlösend. Und die rennt da unter der Außen weg. Ja. Was die da alles in sich ernin schaffen. Ne? Aufbaustoffe, Proteine, ne? Amigosäure. Ne? Ja, und du wärst ja nicht jünger. Ne? Die Kap wird vielleicht kleiner. Jo, ne? Oder du das andere Zeichen, wo sie machen. So, also, wie heißt denn das? So, Anti-Lifting. Wo sie an sich rumschneiden lassen. Du, ne? Wo sie die Haut von do no do ziehen. Bis hin vorne ist. Ne? Und du denkst, die Larve rückwärts. Im Schindler-Gregor, dort der Vorstand von unserem Verein, dem sei Frau, laufend hat die ihr anderes Gesicht. Wo die du an sich rumschneiden lässt, ne? Die sieht aus. Ne? Ach du lieber Gott. Nein, ich war es auf der Sparkasse für Gelse hole, wie sie rinkommen ist, haben die Hände hochgehalten. Ne? Der Kassierer hätte gesagt, ach gut, Frau Schindler, warum haben Sie die Strumpfhose über dem Kopf? Na, da kannst du sagen, da ist der Kassierer bei der im Gesicht ins Fettnäpfchen getappt. Ne? Die hat vor ein paar Wochen hat sich wieder irgendwas machen gelöst. Was war denn das? Da hat sie im Gesicht hat sie sich unter die Backe Nervengiftspritze gelöst. Die kann jetzt noch nicht einmal mehr mit Genuss auf eine Beerdigung gehen, weil sie ständig grinst. Ja, wenn ich will, dass ich spaßig aussehe, da hole ich meine Phase nach, eine Maske mit so zwei Bäckchen, ne? Nase vorne dran, zwei Gummi hinter die Ohren, 2,50 € fertig. Ne? Nur das Gesicht kann ich wieder abmachen. Ne? Oder wo sie sich unter die Brust
Silikon spritzen lassen. Ja. Mit dem, was die da alles in den spritzen lassen, kann ich dort daheim das ganze Bad abdichten. Und ob die, die sich das machen lassen, ob die noch ganz dicht sind. Ja. Ich habe zum Hilde schon gesagt, so Leute können froh sein, wenn sie später mal Alzheimer haben. Wissen sie wenigstens nicht, wer sie sind. Hilde sagt, ich steht mir doch kein Plastik in den Stuppe. Ich habe gesagt, wenn du das willst, mache ich dir aus Sperrholz zwei Stütze. Ah ja, ich habe in der Garage noch so alte Tischtennisplatten. Stell dir mal vor, deine Frau lässt sich Gift unter die Backe spritzen. Kommt heim, sieht vielleicht aus wie 25, gibst der Kuss falsche Tod um. Ich bin doch nicht Schneewittchen. Das heißt, nee, das hat ja ein Appel gekotzt. Ich habe zum Hilde, wie ich im Schindler Gregor seiner Frage gesagt, ich habe gesagt, das ist bei der im Gesicht jetzt alles so stramm, die muss aufpassen, dass er nicht wirklich immer lachen muss, dass die Haut nicht batscht. Und dann ist er links. Kann sie bei der Körperwelt anfangen zu schaffen. Halbtags. Ja, und das bleibt dir nicht so stramm. Ne? Das wird dir im Laufe der Zeit schrumpelt das dir noch mehr wie vorher. Ne? Die sieht dann aus, wie wenn man den aus dem Kallmund die Luft rauslasse. Ne? Ne, sagt Hilde, was heißt denn das Anti-Aging? Na, ich sag, Anti-Aging, ne? Ist, wo sie jetzt all machen. Ne? Ich sag, das sind Leute, die stehen morgens auf und fühlen sich verpflichtet, sich umzufühlen. Ne, fallen sie als Jogger im Wald rum, bis sie im Kopf dämlich sind. Ne? Das sind alle so Leute, denen ist der Wintersport so teuer, dann laufen sie im Sommer nur mit der Stecke im Wald rum. Bei uns ist der ganze Wald verstocht. Denn es sieht doch am Gesicht an, dass sie selbst nicht glauben, dass an dem da noch Schnee gibt. Ja, dann kommen sie heim, sind fix und fertig, merken, dass sie doch älter sind, wie sie gedacht haben. Ne? Und damit sie nicht älter wären, fressen sie Tablette, bis ich jung fühle. Ne? Ich habe zum Hilde gesagt, da will ich dem Anti-Aging, ich habe gesagt, ist der Arsch schöner wie das Gesicht, dann stimmt was nicht. Ja, die haben die Fetz im Kopf und unser Einer muss sich zusammennehmen, wenn er auf der Sparkasse harmlose Blähung hat.
So. Gehe ich mal auf dem Klo das Fenster zumachen. Gut, also, bis gleich. Ich habe das Fenster auf dem Klo gar nicht aufgemacht gehabt. Wisst ihr jetzt, wie man Rhabarber schreibt? Ich auch nicht. Extra noch im Lexikon geguckt, da in dem Barockhaus. Aber da steht es auch nicht. Ich meine, wenn die es nicht wissen, ne? Da hätte ich was gestanden von Rabatt und Rabatte, da die Blumenbeete. Ne? Und dann kommt schon so, dass man den jüdischen Para, Rabbi und Rabbiner, ne? Aber kein Rhabarber. Da habe ich sicherheitshalber noch bei P geguckt. Ob es vielleicht Rhabarber heißt, ne? Ist unwahrscheinlich, aber man weiß es halt nicht. Ne? Dort nur was gestanden von Rapp. Muss doch was mit Musik zu tun haben, ich weiß es nicht. Früher haben wir so einzelne Bänder gehabt als Lexikome. Also so von A bis C, D bis, wie sie halt so hintereinander kommen. Ne? Das ist aber auch schon, ach du lieber Gott, da war der Stefan noch in der Schule. Ich sag mal, heimkommen, sagte die Lehrer hätte gesagt, sie sollte die Ältere sein, die sollte mal so ein Lexikon kaufen. Kostet ja einen Haufen Geld, ne? Wir haben aber nur so die Buchrücke gehabt. Aber dort der Barockhaus, das ist ein Ehen. Da haben sie mal damals im Geschäft mich das Lexikon kaufen, hat er mir eins gezeigt. Das war mit so einem ganz weichen Letter verbunden. Und da habe ich gesagt, nee, das ist mir zu weich. Dann hat er mal ein anderes Lexikon gezeigt, sagt er, das ist härter. Der Stefan wollte neulich wissen, wie die Mikrowelle funktioniert. Na, ich sag, ja, kommt drauf an. Ich sag, du kannst mit 600 Watt 3 Minuten schon Kartoffel und Gemüse warm machen. Da sagt er, jo, das wisst er auch, sagt er, aber warum wäre das warm? Ich sag, will ich die Kartoffel kalt ist. Nee, jetzt mal. Nee. Er wollte halt wissen, wie das funktioniert, also warum das warm wird. Ne? Na, ich sag, ja, du lieber Gott, ich sag, wie mir das Gerät damals kaufen, haben wir auch nur geguckt, dass eine Küchenschrank passt. Ich hab gesagt, das sind Mikrowelle. Ich sag, das steht bestimmt im Lexikon. Dann hat er irgendwann Mono gelesen und hat man es auch mal gesagt, nicht? Und ach du lieber Gott, da tun die Welle elektrisch in einem bestimmten Bereich zwischen so und so viel Mega und Herz in Schwingungen. Schwinge. Also es wird warm. Rohe Eier, Platz in die Mikrowelle. Das kriegen Sie als Zusatzinformation von mir noch gratis dazu. Also jetzt nicht wie an der Ostere, wo beim Eierabkochen von 10 Eier 7 Platze. Also sag, das ganze Jahr über platzt kein Ei. Weil man gerade die Eier wüsste, wann Ostere ist. Wann lässt man mal ein Ei fallen? An der Ostere, beim Färben, laufend.
Habe ich früher zum Stefan immer gesagt, deine Mutter, der Osterhase war ein bisschen ungeschickt. Nee, aber das Ei in der Mikrowelle, das ist nicht wieder gut zu machen. Unreparabel. Das wird mit Megahertz an die Innenwand. Von der Mikrowelle gefeiert. Kann schon sagen, es gibt Rührei, Spichelei und Sauerei. Das Hilde steht mit dem Gerät nach wie vor immer noch ein bisschen auf Kriegsfuß. Vor 2 Tagen komme ich da ins Wohnzimmer, leid auf der Couch eine Kriegsbemalung mit dem Hilde seiner Figur. Also, was schaffst denn du da? Hat sich ins Gesicht so ein grüner Schlamm geschmiert. Die Aue, die Nasenlöcher und der Mund war aus, also da war nix. Ne? Weißt du, hast du in der Mikrowelle gesetzt? Satz, nein, das wäre eine, wie hat's gesagt, lebende Schönheitsmaske. Oh, ich sag, jo, wenn ich mir noch die Brille und die Handtasche zu vorstelle. Satz, in 10 Minuten kommt das Zeichen aber wieder ab. Oh, ich sag, ach so, ja, dann. Sieh, da muss ich dir mal was erzählen. Mir ist da neulich ein Ding passiert, also wenn ich da noch dran denke. Silda hat gesagt, wenn du noch mal in die Stadt gehst, bringst du Creme mit. Hat mir aufgeschrieben, was für Creme. Ich war kaum in dem Geschäft, der 2. Schuh noch in die Dia. Kommt der Verkäuferin auf mich zu, ob sie mir was helfen kann. Na, habe ich gesagt, oh, ich wollte Creme kaufen. Sagt sie, für Sie? Ich sag, nee, für meine Frau. Und da hat sie im Moment ein bisschen gestutzt. Sagt sie, Kleidcreme. Na, ich sag, ja, ich kenne mich ja doch nicht aus. Ne? Ich habe gesagt, meine Frau hat gesagt, fürs Gesicht. Ne? Und dann sagt sie, ach, sie wollte bestimmt nebendran in die Parfumerie. Weil, sagt sie, das da ist ein Sexshop. War ich in einem Sexshop? Sah die Verkäuferin, sie können sich aber trotzdem gerne ein bisschen umgucken. Und da habe ich das alles erst so richtig registriert. Da war hinten dran war ein Regal. Da haben Männer drauf gelegen. Also nicht ganz. Teilweise. Tot. Bei der Hinne im Ecke hat eine Frage gestanden, aufgepumpt. Also aus Plastik. Ne? So sehen die, die dort das Silikon in sich in den Stubbe irgendwann auch mal aus. Ne? Naja, habe ich das auch mal gesehen. Um jetzt aus dem Laden zu gehen, habe ich mich um so Regallarve, ein Haufen Kondome. Nicht? Und ich habe noch gedacht, kauft euch die Bundeswehr. Und durch die ganze, man traut es ja gar nicht zu sagen. Wie hesen dort die Männer, wo so zittere. Ventilatoren.
ein Haufen Videokassette und Hefte und wo du auf der Titelseite schon gesehen hast, wie es innen drin zugeht. Wer kauft sich dann sowas? Wer mir das Geld schaut. Auf der Arbeit hat man ein Heftchen dabei gehabt. Ne? Du haben die auf den Fotos stellenweise so Verrenkungen gemacht. Hast gedacht, der Turnverein hätte ich nackig gemacht. Und auf den Fotos siehst du ja alles. Ne? Männlein und Weiblein. Bei der Holzbretter sagt man Nut und Feder. Unerwäsch für Frauen haben sie aufgekauft. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass die warm halten soll. Dünn und wenig. Und stelleweise aufgerissen. Auf einem Foto war ein punzweiß Nackige. Ein Mann, der hat, also jetzt nur meiner unmaßgeblichen Meinung, hat der auf der falschen Seite gestanden. Ich meine, der kann sich hinstellen, wo er will. Nur so hätte mir der Stefan nicht geredet. Also da haben Apparaturen rumgelebt. Ich habe mal keine Dinge, was es sind, sondern mal geliefert. Hat mich die Verkäuferin schon wieder angeschwärzt, ob es mal was zeichnen soll. Ich sag, hör auf, wenn ihr nach drin kommt. Ich war froh, wie ich an der Tür war. Und draußen habe ich gesehen, wirklich waren die Tiere dicht vis-à-vis nebeneinander. Ne? Habe ich mich halt eine falsche Tier getäuscht. Ne? So, ich gehe in die Parfumerie. War auch kaum drin, kommt da Verkäuferin, ob es mir was helfen kann. Sahn ich kriege Kleidcreme für meine Frau. Die Verkäuferin ist durch den Pullover rot geworden. Sagt sie, ach, sie wollte bestimmt nebendran. In den Sexshop. Alle Kunden im Geschäft haben sich rumgedreht. Weil, sagt sie, wir sind eine Parfumerie. Ich komme, wie sagt man dann, unbeschadet aus dem Sexshop. Ohne dass mich einer gesehen hat. Und die stellt mich in der Öffentlichkeit hin wie ein Triebtäter. Ich habe zum Hilde gesagt, nächstens kaufst du der Creme sei selber. Lass mich doch von der Öffentlichkeit blamieren. Genau wie neulich. Ich war auch so sag. Wir waren doch mit Meiergott und seiner Frau, waren wir essen. Da und dem neuen Lokal, das wäre so gut. Na, ich sag, gut, man kann sich's ja mal angucken. Ne?
gut. Was heißt gut? Jo, es war nicht schlecht. Wenn es schlecht wäre, hätte man sagen, gut, geht man nicht mehr hin. Ja. Gut. Ich ging in dem Lokal auf die Toilette. Und da war neben dem Waschbecken, war hinten an der Wand so ein, ja, sagt man dann, ein Spender mit so Waschelmotion. Ich drücke auf den Spender und der elmotioniert mir die Säfte vorne. Und das sieht an der Stelle, ja, wunderbar. So, jetzt habe ich gedacht, wenn ich jetzt doch mit Wasser dran gehe. Und zurück ins Lokal komme, da fahren die mich ja gleich auf die geschlossene Urologie. Da habe ich mit einem Papierhandtuch halt versucht, so gut wie es geht abzuputzen. So, ich gehe ins Lokal zurück und du kannst schon jetzt nicht an der Wand entlang rutschen. Oder was vorne dran halle. Kann ich das gleiche Schild hinhalle, habe die Hose versaut. Ja, uns hat kein Mensch geguckt. Komme bis 2 Meter vor den Tisch, sah Zilde, aber so laut. Dass der Tisch links nebendran auch was davon gehabt hat. Ach Gott, Heinz, du hast da vorne die ganze Hose versaut. So, und damit der Tisch rechts neben von uns auch nicht leer ausgegangen ist, sah es Roswitha wirklich ein, sonst du vorne die ganze Hose versaut. Jetzt habe ich doch gestanden mit meiner Plagge. Wie ein Dalmatiner. Sah's Hilde, wie hast du denn das geschafft? Sah der Meierkurt, was? Ne sah's Roswitha wieder mit seiner Kirchenchorstimme. Er hat sich da vorne die ganze Hose versaut. Ich habe gesagt, wir können hier das Lokal eine Polonaise machen. Und an jedem Tisch Berichterstatter. Sag, Hilde, wie hast du das geschafft? Ich habe gesagt, ich habe auf den Spender gedrückt. Und er hat ein bisschen fest gespendet. Sagt Hilde, kann man sich doch so die Hose versauen. Ich habe gesagt, wenn ich es gewusst hätte, hätte ich vorher die Hose ausgezogen. Ah ja, Sie klatschen. Ja.
Na, der Meierkurt wird ja eigentlich von seiner verstaubten philosophischen Weisheit losgelöst. Seit der Heinz, wer den Schaden hat, spottet jeder Beschreibung. Ah, ich sag, jo. Also dann guck schon mal in den Spiegel. Irgendwann später sagt Roswitha, oh Heinz, hast du so einen schönen Gürtel. Ist der neu? Ich sag, ach was, das war doch so ein Wendegürtel. Ne? Den habe ich mir 89, habe ich mir den gekauft. Ne? Es Roswitha hat ja im Vergleich zum Hilde den Führerschein. Ah ja, so, das ist an so oben, die wie heute, so, ist das halt praktisch. Sagt der Kurt, trinkt ihr doch meistens was. Ne? Und dann sagt Hilde, ah ja, der Heinz auch. Ha, ich sag jetzt aber nicht mit der Kirche ins Dorf fallen. Ne? Ah ne, so Roswitha sagt auch so beim Inkaufen, sagt, es ist halt praktisch, wenn man das Auto dabei hat. Ne? Und die haben ja heute da überall in den Parkhäusern, ne? Extra für die Frauen, da diese Behinderteparkplätze. Ne? Direkt am Ausgang, ne? Dass das Auto auch wieder findet. Ne? Der Meier kurz sagt, seit Roswitha fahrt, sagt er, habe ich halt ein paar Mack im Auto. Ne? Dann sagt Roswitha, dann trinkst du nichts und fahrst selber. Ne? Na, der Meier kurz hat gerade nochmal die Notbremse gezogen. Sagt er, also wenn man jetzt nicht wüsst, wo die Macke sind, dann man sagen, Kurt, hast du noch gar keinen Mack im Auto. Du, da kommt einer ins Lokal, der hat an jedem Tisch, jedem Gast, bei uns auch, so Figur hingestellt. Mit so einem Zettel und da hat drauf gestanden, wie sagt man dann, auf dem Ohr blind. Gehörlos. Ne? Auf dem Zettel hat er der Preis so von der Figur gestanden. Ne? Ich habe gesagt, also ich finde das nicht in Ordnung. Ich habe gesagt, das ist Nötigung. Chancen, hat er keiner was kaufen. Hat er sein Krempel wieder eingepackt. Ich habe noch gesagt, er ist tot und ich werde mal testen. Wie er an den Tisch kommt, habe ich gesagt, Chef, mir kaufen vier Figuren. Du, der hat ohne eine Miene zu verziehen, das Zeug geholt und ist wieder fort. Ich habe noch gesagt, der du macht das gut. Weißt du ja nicht, was das für welche sind. Ich habe gerade neulich im Radio einen Bericht gesehen. Da von wie haben Sie wie das gehört? Von der professionellen Bettelei. Ne? Wo sie die da mit Busse in die Stadt fahren. Ne? Wo die an der Straße ran sitzen müssen. Ne? Frauen mit einem Kind. Und man weiß, wo die Kinder her sind. Ne? Vielleicht auch geklaut. Ne? Und müsste so mit der Hand zittern. Da, ne? Nee, ich bin da vorsichtig. Ne? Ich stehe mir in einem 1 Euro, 2 Euro, wechseln. Ne? Aber geben. Ne? Montag sind sie gehörlos, Dienstag sind sie blind, Mittwoch zittern sie mit der Hand. Nur Donnerstag sind sie gesund, weil sie da auf Sozialamt gehen, das Geld holen. Ne? Da fällt dir nichts mehr hin. Was willst du denn da noch groß? Ah, ich sag, ich geh mir weil mal Schnaps holen. Nee, aber wie manche Leute ans Geld kommen, ne? Wo so immer wieder die Diskussionen haben von den Nebenverdiensten von den Politikern. Ne? Die eine sagen, es wäre Bestechung und die andere sagen, es wäre erlaubt.
Also egal. Hand an die nicht schon genug. Ne? Wäre mit dem Dienstauto gefahren. Ne? Brauchen nicht so Tanke, nicht nur die Luft zu gucken und nichts. Ne? Und viel, wo das machen. Ne? Wenn man als Übertragung aus dem Bundestag sieht, wo die Hälfte von der Stuhl frei ist. Ne? Wer will dann das kontrollieren? Wer, wo, wann, was schafft? Ne? Und die tun ja in dem Sinn nichts schaffen, jetzt wie unser einer. Ne? Da muss man tapezieren oder plattelegen oder an der Gasleitung schwäße oder so. Ne? Nee, das ist bei den Politikern, ist das doch alles so, wie sagt man denn, so Pirate, Beraterverträge. Ne? Nur der Motto, eine Hand wäscht die andere. Vor allen Dingen dann, wenn sie Dreck am Stecken hat. Ich habe auch keine Nebentätigkeit. Wandern. Gar keine Zeit. Die Woche hat 5 Tage, fertig. Der Montag, der Dienstag, kommt schon der Mittwoch. So, dann haben wir noch den Donnerstag. Nicht? Vor dem Samstag kommt noch der Freitag. Ja, aus, fertig. Nicht? Das eine oder andere hast du ja noch zu erledigen. Nehmen wir mal Kurlanz halber noch den Samstag und den Sonntag. Nicht? Aber die ganzen Konzerne und Firmen schaffen ja am Wochenende gar nicht. Nicht? Die Einzigen, die am Wochenende in den Konzernen schaffen, sind vielleicht ein paar Sekretärinnen, nicht, die die Überweisungen für die Politiker fertig machen. Wenn ich im Meiergott als was helfe, dann fragt er anschließend immer, Heinz, was kriege ich dann? Da sage ich immer, komm, Lust. Da gibt er mal dann ein Bier aus. Ist ja dann in Ordnung. Aber die Politiker kriegen das Geld für nichts und null. Und das noch nebenher. Und der kleine Mann, ne, ist wie immer der Hochglanzmeier. Der Gelackmeier. Der. Das wäre doch dasselbe, wie wenn der Meierkurt mir dort jede da 1-2 Bier bezahle und ich mache nichts dafür. Ne? Ja, dort ist wegschütte. Ich wäre ja blöd. Silde sagt, ich das Geld doch auch hole. Er sagt, schwätz doch nicht so dumm. Er sagt, ah jo, das hole, aber mich freut keiner. Ich habe gesagt, unser einer wird gefreut, wenn es ans Bezahlen geht. Damit die, die schon genug haben, damit die noch mehr haben. Ich habe gesagt, wenn ich kein Geld mehr habe, kommt die Bank. Ja, was heißt die kommt? Du musst ihn. Nee, es tut uns leid. Ja. Wenn die Regierung kein Geld mehr hat und die Mehrwertsteuer erhöhen, heißt es tut uns leid. Ja, es tut uns leid. Denn es sind doch die Leute egal. Silde sagt, es hätte in dem Zusammenhang schon ein paar Mal das Wort Korruption gehört, was das heißen tät. Sagen Sie, das ist, wenn Sie mit Schmiergeld die Bestechung bezahlen. Aber ohne Mehrwertsteuer. Ne, sagt Hilde, haben die doch kein Schlechtgewissen. Ich sage, wo nichts ist, kann auch nichts schlecht werden. Nee, oder bei so Katastrophe, was da ein Haufen Geld zusammenkommt. Ne? Damals so bei der Flutkatastrophe da in Asien, ne? Wo da der Azubi da alles so. Ne? Was da ein Haufen Geld zusammenkommen ist. Ne? Da haben sie damals im Fernsehen jede da die Bilder gezeichnet. Ich habe irgendwann zum Hilde gesagt, geh mal früh auf die Sparkasse und spendier in Gottes Namen 50 Euro. Und dann kann man sagen, man hat sich an der Wiedergutmachung beteiligt. Ja, wenn du eine Firma
mit einem Scheck anfängt, mit einem größeren Scheck, nicht? Dann sagen sich die anderen Firmen, jo, man müsste auch noch mal Werbung machen. Na ja, gut, es kommt im Fernsehen. Nicht? Wenn das Geld dorthin kommt, wo es hin soll, ist es ja in Ordnung. Ist es ja in Ordnung. Weil das Geld wird gleichmäßig verteilt, nicht? Und der Rest ist für die Opfer. Mein Vater hat früher schon immer gesagt, Not macht erfinderisch. Ne? Es ist ja gar nicht gesagt, dass die in so Katastrophengebiete, gerade jetzt wie in Asien, mit so viel Geld zurechtkommen. Ne? Ist so wie bei uns, wo man schon gehört hat, wo einer im Lotto Millionen gewonnen hat, hat das Geld verpulvert, ne? Und ist in der Armut wieder angekommen. Ne? Man hilft ja. Ne? Man hilft ja. Ich habe dieses Jahr im Rote Kreuz schon 3 Hosen für den Gliedersack. Und auf dem letzten Weihnachtsmarkt haben wir tut Gebäck gekauft für politisch Gefangene in Russland. Hm. Im Verein haben sie ja damals nur der Flutkatastrophe auch überlegt, ob sie irgendwas machen sollte. Und da haben sie dann Jägerschnitzel gemacht. Hm. Also Jägerschnitzel essen gegen die Opfer der Flutkatastrophe. Han ich halt 3 Jägerschnitzel gegessen. Ei, nee, das kannst du ja auch nicht machen. Ne? Kannst du für so Flutopfer auch ruhig mal 1,2 Kilo zunehmen. Ne? Am Stammtisch haben sie gesagt, ja, wenn man aber auch in so Gebiete Urlaub macht. Ne? Ich habe gesagt, ich kenne einen, der ist im Schwarzwald im Hotel, in der Badewanne versuff. Ne? Wenn du so willst. Ne? Ich habe ja damals die Idee gar nicht so schlecht gefunden, wo sie Arbeitslose da nun schicken wollte zum Helfen. Ne? Die hätte doch keine beim schönsten Wetter, hätte die keine helfen. Ne? Das wäre doch fast wie Urlaub. Aber dann täte die Herrschaft immer sehen, was es heißt, nichts zu haben. Nichts heißt nicht Fernseh, Telefon, Kleider und jede Tasse essen. Nichts heißt nichts. Aber darfst du ja nichts sagen. Darfst du ja nichts sagen. Wenn man was atmet, heißt es ja gleich, man hat sozial nicht. Dann haben sie ja damals nur der Flutkatastrophe gesagt, dass die eigentliche Katastrophe gar nicht das Flutwasser wäre, sondern das mit dem Tourismus muss. Tourismus. Ne? Das wäre die eigentliche Katastrophe. Also der Tourismus steht nicht mehr kommen mit Leid. Ne? Auf der einen Seite kann man es verstehen. Na, die Leute haben sich auch gesagt, was nützt mir der Spruch, das Land liegt ihnen zu Füßen? Ja, aber nicht in Einzelteile. Ne? Da hat sich der eine oder andere Pole vielleicht eine Wäschmaschine mitgenommen. Ne? Das war ja. Ne? Ah ja, es war ja nichts mehr da. Ne? Hast du noch keine falschen Papiere besorgen halt. Ne? Ja. Aber nee, ich kann das verstehen. Ne? Beispiel: Bei uns ist immer an der katholischen Kirche im Winter das halbe Dach, also der Schnee runtergefallen. Da habe ich ja bis weit in den Sommer die Straßenseite gewechselt. Ne? Bis man nämlich dran denkt. Ne? Ich habe aber in der Zeitung schon gelesen, dass im Sommer, also im Urlaub, regelrechte Touristenwelle ganze Landstriche überflutet. Ne? Wo die dann da, sagen wir mal, in ja, Mallorca nicht? Oder weiß nicht wo noch, Spanien. Nicht? Wo die ganze Strände leer saufen. Ne?
Ja, der Spanier ist ja selber schuld. Ne? Der Spanier ist ja selber schuld. Der stellt ja denn der Alkohol immer weiß hin. So, wie heißt denn das Zeug, wo sie unten trinken? Sakrotan. Ne? Das Gute am Blumenkohl ist, das geht mit ein, zwei Schnaps geht das nicht weg. Ne? Naja, dort ist man ja da. Ne? Ich habe neulich mit dem Stefan mal über die deutsche Geschichte geschwätzt. Ne? Ich habe gesagt, muss nicht alles wissen. Halt durch einen groben Zusammenhang. Ne? Silde sagt, es hätte früher gern die deutsche Geschichte gelesen, da das mit den geschwitzten Grimm und Grimms Märchen, wie sie alle gestern. Ne? Jetzt haben wir ihm Stefan, seine Mutter, zuerst mal müssen aufklären, dass wir über die wahre Geschichte, also den deutschen Zusammenhang, schwätzen. Jetzt, wie das damals alles angefangen hat, weiß ich auch nicht, wie du. Du mit dem Kaiser, ne? Großvater vom Beckenbauer. Nee, war ein Witz, war ein Witz. Nee, war also ein Witz. Einiges wissen wir noch von der Schule, ne? Da ist 30-jährige Krieg, da hat Zeit lang gedauert, ne? Oder da, wo ist da immer da, wie heißt denn das, da die Weimarer Republik, ne? Du hast das mit der DDR ja noch nicht gehabt, ne? Ich habe zum Stefan gesagt, die drei wichtigsten Kriege muss man wissen. Das ist der Erste Weltkrieg, der Zweite Weltkrieg und dann halt das mit dem Mauerfall. Ne? Jetzt wollte Stefan wollte von mir als wissen, welche dem Hitler da, ne, der Jude, der ganze Kram da. Ne. Ich habe gesagt, mein Vater hat mit mir darüber nicht geschwätzt. Ne. Und unser Lehrer hat zu uns in der Schule immer gesagt, man darf auch nicht alles glauben, was erzählt wird. Ne. Unser Lehrer hat zu uns in der Schule gesagt, ihr Bube, ihr könnt es mir ruhig glauben. So viel Jude, muss sie immer sagen, wo sie angeblich umgebrungen hat, hat es gar nicht gegeben. Unser Lehrer hat zu uns gesagt. Jetzt wollte Stefan wissen, wieso ich mit ihm nie darüber geschwätzt habe, über den Hitler. Und ich sag, wie du so weit warst, war der schon lange tot. Kennt das ja auch nur vom Fernsehen. Ne? Kennt das ja auch nur vom Fernsehen. Ne? Jetzt mal nach uns. Also, ich will jetzt den Hitler da gar nicht da irgendwie schön machen, oder wie man das sagt. Ne? Schäße, mir da gar nicht da irgendwie nur. Da, ne? Muss gar nicht da schön, aber ne? Die Frisur war immer in Ordnung, muss ich sagen. Nee, ne? Ordentlich sauber die Haare geschnitten, ne? Schäfer und gebärscht. Ne? Nee, jetzt mal gar nicht, schäße, wenn man alles sieht, wie sie heute rumlaufen. Ne? Der Thierse. Es ist besser war, gut, aber. Wir hatten mal Fernsehen geguckt, da war der Thierse im Fernsehen, da hat Hilde noch gesagt: Ach, Akkupatz wollte ich noch kaufen. Nee, aber jetzt, will ich jetzt den Hitler da gar nicht irgendwie schön schwätzen. War auch nicht alles in Ordnung. Ne? Da, der Schnarr ist da, so. Ne? Dumm Zeug. Ne? Wie beim Charlie Chaplin. Ne? Ist viel über ihn gelacht worden, aber viel war er auch Führer.
Für, ne? Also für ihn. Ne? Mein Vater hat gesagt, sicher haben wir gewiss, dass es Jude gibt. Das hat sicher haben wir gewiss, dass es Jude gibt. Gibt's ja auch noch. Muss aufpassen. Nee, mein Vater hat gesagt, sicher haben wir gewiss, dass es Jude gibt. Ne? Aber sagt er, dass die da in so Konzentrationslager gesteckt haben, sagt er, das haben wir nicht gewiss. Ne? So, dann, wenn ich dir das ganz ehrlich sagen soll, das wollte auch keiner wissen. Ne? Es ist schon ein Haufen Geld bezahlt worden, ne? Muss man sagen. Ne? Ist schon ein Haufen Geld bezahlt worden. Ne? Nee, muss man sagen. Ne? Ja. Ich habe zum Hilde schon gesagt, ich tät mich bei den Israelischen gar nicht mehr melden. Ja. Soll ihr Geld behalten? Ja. Ich habe auch schon einiges bezahlt. Ich habe auch schon einiges bezahlt. Was habe ich schon Steuern bezahlt? Oder früher, wo der Stefan immer gekommen ist, wo er Geld haben wollte fürs Kimono. Kimo. Wenn ich ihm das Geld gegeben habe, da war ich der Papa. Da war ich der Papa. Wenn ich das Geld gegeben habe, da war ich die Mama. Und wann nicht ist die Malerei losgegangen. Ich habe immer gesagt, ich bin nicht der Goldniku, wo man melken kann. Ich habe gesagt, deine Mutter ist auch noch da. Ich habe gesagt, wenn die dir das Geld gibt, habe ich gesagt, soll es mal recht sein. Es ist immer noch mein Geld. Ich habe gesagt, wenn ich nicht mehr schaffe gehen, bleibt die Küche kalt. Also dann bleibt die Küche kalt. Ja. Apropos. Ich weiß nicht, ob ich es Ihnen schon erzählt habe. Wir haben neulich Kalbsroulade gehabt. Ne? Und da hat es Hilde gefragt, sagt, soll ich Blumenkohl dazu machen oder Rotkraut? Und da habe ich gesagt, Blumenkohl wie immer. Ne? Und da hat es Salzkartoffel gemacht. Meine Mutter hat früher immer gute Kalbsroulade gemacht. Ne? Ab und zu. Ja. Selten. Wandern. Vielleicht muss und das. Dort im Wohnzimmer immer da so der Tisch gestanden. Ne? Ja, Im Wohnzimmer. Hat im Wohnzimmer der Tisch gestanden. Das wäre ich noch wie Meue. Ne? Da war die Heizung. Ne? So. Vorne dran der Musikschrank. Weißt du, unten drin mit dem Schallplattenspieler. Ne? Und ganz selten, wo es um Kalbsroulade geht. Ne? Das Hilde sagt doch immer, meine Kalbsroulade wäre auch so gut. Ich sage, ei jo,
weil das Rezept von meiner Mutter ist. Sagt, jetzt soll ich der Mutter heiraten. Ha, ich sag, aha. Aber so geht's. Ne? Du schwärzt dich hier verheiratet und dann hängst plötzlich am Blumen in der Kohl. Ne? Von heute auf morgen. Ne? Nur um zu provokadieren. Ich habe für mich noch gedacht, mach Rotkohl. Für mich noch gedacht, mach Rotkohl. Aber gesagt habe ich Blumenkohl. Bin bestimmt korrekt. Kann ich sagen. Alles in allem. Aber wir haben schon von eher und je. Haben wir Karlsruhe mit Blumenkohl gemacht. Bist 40, über 40 Jahre. Über 40 Jahre verheiratet. Den stets zu kennen. Ja, Päferdickel. Hat meine Mutter früher gar nicht drüber geschwätzt. Die hat Kalbs. Mit Blumenkohl. Und das war ein ungeschriebenes Gesetz. Meinem Vater war das egal. Mir nicht. Bestimmt korrekt. Kann ich sagen. Alles in allem. Aber nur 40, über 40, ja, nur 40 Jahre. Da herzukommen und zu sagen, Blumenkohl oder Rotkraut, das, nee, das ist, hä? Nee, das gibt dir einen Stich. Hm? Einen Stich. Hm? Ja. Hm? Da ist ganz dummes Lachen. Schwamm drüber. Ne? Schwamm drüber. Ne? Schwitzen wir nicht mehr davon. Ne? Emo haben wir Rotkraut dazu gehabt. War gut. Seid ihr keiner. Aber das war eine Aufnahme. Ausnahme. Ne? Das hetzt bei so Leid wie beim Herr Sepp Herberger. Welche? Das waren noch, ja? Ja. Wenn der zu seinem Spieler gesagt hätte, ihr Bube, es gibt Kalbsroulade mit Blumenkohl, der hätte die ganze Mannschaft gesagt, jawohl, Chef. Aber die wissen ja halt nicht mehr, wie man Chef schreibt. Ja. Jetzt sagen sie Heinz zu da. Ja. Schwamm drüber. Ja.
schwätzt es mir nämlich davon. Jetzt sind wir unter der Hand. Wenn der Hitler gefordert hätte, wollt ihr Kalbsmulade. Da hätte eine ganze Nation aber freiwillig gesagt, aber mit Blut und Kohl. Merke so, was ich sagen kann. Merke so, was ich sagen Was? Ich trinke meinen Schnaps, wie ich will. Ne? Und weil das nicht passt, kann ich mich ja am Arsch legen. Und da bin ich noch gut weggekommen. Der Meierkurt hat neulich gesagt, wie machen ihr den Blumenkohl? Ich sag mit Schnaps. Wein trinke ich ja nein. Nicht. Nee. Bin ich ein Weintrinker. Muss ja auch nicht Sinn. Ne? Jo, ich trinke auch mal Gläschen Wein. Ne? Aber im Großen und meistens trinke ich Bier. Ne? Zielte macht als Rotkraut an, so ein bisschen Wein. Ne? Ich sage immer, es Waldraut, es Rotkraut. Es Rotkraut kannst du weglassen. Und dann haben wir zu der Kalzlade ein Becher Glühwein. Fertig, ja. Über 40 Jahre. Stunnerstars treffen sich im Eckstäbchen immer vier vom Schindlerregel seiner Qualität. Und die trinken immer Wein. Machen sie immer eine philosophische Wissenschaft raus. Zuerst riechen sie am Wein. Wenn das beim Bier machst, hast du den Schaum an der Nase hin. Dann schlürfen sie. Früher haben wir immer zum Strohhalm gesagt, wenn er mit dem Stefan Cola getrunken hat. Da haben wir immer gesagt, na, das macht man nicht. Ja, na, das macht man nicht. Immer gesagt, na, das macht man nicht.
dem Bu ein bisschen Anstand beigebracht, ne? An der Backe geschlagen, sah, das macht man nicht. Aber die alte Esel machen sie ja noch vor. Ne? Sei der Ing, sagt der Wein schmeckt nur Kirsche. Ne? Sagt er, schmeckt nur Waldbutte. Oder Stroh. Ne? Oder Himbeere. Ne? Ich sage immer, dann schütt mir doch was. Ich sage immer, schick die Dreckbrie. Doch, was? Bist du beim Bier schon mal auf die Idee gekommen, dass es noch Kerze schmeckt? Im Leben noch nicht einmal. Im Leben noch nicht einmal. Nee, ich war mal im Inlad war. Und das waren da nur da so Adolf, so welche da so. Arschlöcher. Hat es nur Wein zu trinken gegeben. Ne? Da habe ich gefragt, ob ich Bier kennt, Bier trinken kennt. Ne? Sag er, mit Bier sieht es bei mir schlecht aus. Also bei mir sieht es ohne Bier schlecht aus. Ah, ich bin Wein gesucht. Ne? Bin ich am Abend auf 2-3 Flaschen gekommen. Ne? Und 5-6 Schnips. Ne? Ich habe am nächsten Mal im Barzimmer zu dem im Spiegel gesagt, sind Sie froh, dass ich gestorben nicht dabei war. Er hat aber eine schöne Kapp haben sie an. Ich sagte, hä? Heißt eine schöne Kapp haben sie an. Und da sind wir gegangen. Hm. Ach, wenn ich Kopf weh gehabt, ne? Oh. Wow. Jetzt nicht weh vom Alkohol. Nee, mir ist beim Kotzen immer der Klodeckel auf den Kopf gefallen. Na, ich den Deckel zugelöst. Ziel hat gesagt, wolltest doch nicht mehr so viel trinken. Na, ja, wollte ich schon nicht. Also, siehst du, wie es geht. Sagst, das wäre eine Sache vom Willi. Also, was hat der Willi da damit zu tun? Ich habe gesagt, was für Willi hier? Schatz, der Wille. Also, den kenne ich erst recht nicht. Also, die andere Hand gut schwätzen. Die saufen Rosé-Schale. Und wundert sich, wann sie in die Narkose fallen. Na, der, wo man Inlad war, gesagt. Inlad war gesagt.
Diesen Wein können wir nicht trinken. Der hat Korken. Boah, jetzt muss ich auch den Stuppe aus der Flasche rausmachen. Noch so dumm verfolse wäre. Geh ich mal in der Bett. Der Meierkurt hat neulich gesagt, Hans, wie steht's mit den ehelichen Fichte? Also das ist bei uns streng getrennt. Ich sag, ich wäsche das Auto und zähle das Geschirr. Sagt er, als der Frau, als nix, als zu dir im Bett. Dann sagt Hilde, hat nein, ich gesagt, Hans, weißt du, was man noch mal machen könnte? Nein, das macht mir keine Angst. Ich habe gesagt, was dann? Im Badezimmer die Platte verfuhren. Satz, nee, du im Schlafzimmer. Also da haben wir keine Platte. Also Kurti, wie steht's bei dir? Sagt er, wir sind halt nicht mehr die Jüngste. Wir können jetzt nur hoffen, dass sie Weihnachten nicht abschaffen. Nacht. Mein lieber Mann, hab ich einen Kopf. Wollte schon den Pannendienst vom ADAC anrufen, dass er mal die Kapp anzieht. Ich in einen Schnaps von Gisch da oben muss das Verfallsdatum nicht überlebt haben. Ich bin vor ein paar Tagen Blumenkohl gehabt. Das merke ich halt noch. Er hat mir einen Kalbsroulade gehabt. Und er hat Hilde gefragt, soll ich Blumenkohl dazu machen? Oder Rotkraut? Oh, er sagt Blumenkohl. Wird sie jetzt nicht so interessieren. Bin ich mal gespannt, über was für Aufregungen ich mich halt wieder aufregen muss. Der Stefan hat neulich einer dabei gehabt, der wollte tanzen, der det Tänzer wäre. Ah, ich sag, jo. Traumtänzer. Nee, der hätte Ballettunterricht. Wisch, das sind die, wo ich da vorne ganze Hasen hinschaffe. Ich hab gesagt, guck und pass auf.
Nicht, dass der noch schwul ist. Dass nachher noch erst ein Bäckerhans seiner ist. Homosexu, stell dir mal sowas vor. Schon seit der Mutter dort nicht mehr das Haus rausgehen. Das hat wie gehört, dass das Bakterieträger sind. Scheiße, ich kann nicht jedes Mal, wenn der da herkommt, das Haus von oben bis unten desinfektieren und Knoblauch aufhängen. Ich habe gesagt, ich bin bestimmt nicht tolerant. Aber es hat alles eine Grenze. Ich habe gesagt, er kann in seine Kreise kann der machen, was er will, das geht mich nichts an. Aber nicht in der Öffentlichkeit. Ich habe mir meine Schwiegertochter anders vorgestellt. Ich habe gesagt, hast du doch selbst schon gesagt, dass die Tochter von Mulder Paul, dass ihr die so gut gefällt. Na ja, die wäre ganz in Ordnung, aber die hätte eine Freundin als Freund. Also ich habe manchmal den Eindruck, die mache das extra. Ich habe gesagt, sah deiner Mutter nichts. Also die sterzt sich das Küchenfenster aus. Sagte Stefan, das klemmt doch. Chance hat er so schnell gemacht. Ah, wo man gerade drüber schwätzt, der Dings, der, wie heißt er dann, wo lang Briefträger war, schafft jetzt bei der Post. bei der Busch. Gantner Martin, der war doch so lange in Kur, ne? Angeblich Alkoholprobleme. Am Stammtisch haben sie noch gesagt, er geht mit einem anderen Mann zusammenleben. Wahrscheinlich trinkt er deswegen. Ne? Ajo, das ist ja für so einen Mensch auch eine Belastung. Ne? Und deswegen halt eine Behandlung. Ne? Und der hätte jetzt dort diese Krankheit, wo sie da immer sahen, wie haben sie am Stammtisch gesagt, nicht Lepra. AIDS-Stiftung oder so. Haben Sie bestimmt schon mal gesehen. Kennt du am Kuvert, am Revier, so rotes Bändchen. Ich finde das gut, dass man die markiert. Ah ne, das sehe ich halt, dann kann ich halt ausweichen. Ne? Neulich habe ich nicht getroffen. Ich wollte noch, sie an der Straße sein, aber. Ach, sieht der so schlecht aus. Ne? Blass und abgemagert. Er war freundlich. Also, hast du gesehen, er hat sich bemüht, freundlich zu sein. Ne? Ist dem ja unangenehm. Gebt ihr mir noch die Hand. Ne? Ich hätte normal noch was erledigt gerade, aber ich bin dann doch noch mal heim. Ah ja, ich habe dort in der Garage so einen Kanister mit Waschbenzin. Ne? Ich habe die Hand ein bisschen abgeputzt. Ne? Weiß ich nicht, ob da was hängen bleibt. Oder. Nee, dann trinke ich lieber ab und zu Schnaps. Ne? Und kriege das ganze Elend nicht mit. Gut, also Wiedersehen.